Schwester Gertrud Haller wurde am 13. April 1934 als viertes von sechs Kindern in Sulzberg in Österreich geboren. Mit 20 Jahren trat sie bei den Don Bosco-Schwestern ein und war ab 1960 Erzieherin in verschiedenen Häusern der Provinz. 2 Jahre verbrachte sie als Deutschlehrerin in einer Schule der Don Bosco-Schwestern in der Nähe von Mailand. In Vöcklabruck arbeitete sie, die eine gelernte Schneiderin war, auch als Gewerbelehrerin. Fast 30 Jahre war Schwester Gertrud als Erzieherin tätig. Eine ihrer ehemaligen Heimschülerinnen ist Gabriele Holzinger. 1984, mit 14 Jahren, kam Gabriele nach Vöcklabruck, um dort die 3-jährige Fachschule für wirtschaftliche Frauenberufe zu besuchen. Sie wohnte im Internat der Don Bosco-Schwestern. Und meine Erzieherin damals, das war die Schwester Gertrud. Ich habe damals im 4. Stock Nord gewohnt, mit einigen meiner Kolleginnen, und sie war da eben die sogenannte Stockschwester. Mit meiner Stiefmutter war es nicht immer ganz leicht, und deswegen war die Schwester Gertrud so ein bisschen ein Mama-Ersatz. Das heißt, sie hat wahnsinnig viel Geduld gehabt, sie hat sehr viel mit mir geredet. Ich habe sie am Anfang auch ziemlich herausgefordert, indem ich ein bisschen provokant war und ziemlich wilde Fragen gestellt habe über Glauben und warum sie das macht und warum sie Rosenkranzbeten tut und diese Stundenbuch und warum dass sie dauernd in die Messe geht und so. Und sie hat eigentlich die Geduld gehabt und hat mir diese Fragen alle beantworten können. Schwester Gertrud pflegte eine tiefe Verbundenheit mit ihren Schülerinnen und Heimmädchen. Für viele war sie richtungsweisend in der Lebensgestaltung und in der Berufsentscheidung. Schwester Gertrud förderte die Eigenverantwortung der Mädchen und wurde für viele, die in ihren Teenagerjahren noch unsicher waren, zu einem Fels in der Brandung. Bei mir war es ganz konkret so, dass ich in Stenografie und Textverarbeitung 3 Jahre konsequent zwischen 4 und 5 gestanden bin. Und sie war wirklich nicht nur einmal bei meiner Lehrerin und hat mit ihrer geredet, dass ich dann doch immer noch irgendwie durchgekommen bin. Und sie hat dann aber auch mit mir geübt und ganz konkret halt auch die Sachen. Schwester Gertrud hatte die jungen Menschen einfach gern. Sie wollte, dass es ihnen gut geht und dass aus ihnen Erwachsene würden, die in der Welt mit der Kraft des Glaubens bestehen können. Sie interessierte sich für das, was die jungen Menschen tagtäglich beschäftigte, und sie hörte ihnen zu, oft in der Teeküche bei einer Tasse Lindenblütentee. Und oft genug stellte sie sich schützend und verteidigend vor ihre Mädchen, wenn Schwestern der Gemeinschaft oder Lehrer auf ein striktes Einhalten von Regeln pochten. Auch Gabriele Holzinger machte diese Erfahrung. Ja, das hat sie sicher, weil sie teilweise eine größere Freiheit in sich gehabt hat, als wie manche anderen Schwestern. Wir haben das auch gemerkt, weil sie Kolleginnen von anderen Stockwerken ein bisschen mehr aufgeregt haben als wie wir. Also wir haben einfach, ich weiß jetzt gar nicht, ob es einfach diese Geduld und Güte war, die sie gehabt hat uns gegenüber, die vielleicht nicht überall gleich war. Und ich denke, dass bei manchen Sachen, wo es darum gegangen ist, ob das noch geht, dass man machen darf oder ja, dass sie da uns vielleicht ein bisschen mehr erlaubt hat und sie das dann aber verteidigen hat müssen auch ein bisschen. 1989 wurde Schwester Gertrud Oberin im Provinzhaus in Innsbruck. Ab 1993 leitete sie als Provinzoberin die österreichische Provinz. Bereits während ihrer Amtszeit erkrankte Schwester Gertrud an Krebs. Nur mit Mühe gelang es ihr, ihre Amtszeit zu beenden. Am 14. März 2001 verstarb sie. Gabriele Holzinger hatte bis zum Schluss Kontakt zu Schwester Gertrud, der Frau, die sie, wie sie selbst sagt, sehr geprägt hat. Einmal schon, dass ich durch sie eigentlich Don Bosco kennengelernt habe und auch den besonderen Don Bosco-Style kennengelernt habe. Auch der Umgang, wie man mit Jugendlichen umgeht, dass man sie ernst nimmt, dass man sie nicht als kleine Kinder abwertet, sondern als vollwertig nimmt. Ich denke, das habe ich von ihr. Das Präventivsystem Don Boscos, ein System der Vorsorge, ein System, das den jungen Menschen etwas zutraut, sie bestärkt und ermutigt, damit sie für das Leben gerüstet sind und Schwierigkeiten bestehen und meistern können. Das ist der Weg,
wie ihn Schwester Gertrud Haller verstanden hat und wie sie bereit war, ihn mit den jungen Menschen zu gehen.